Wir haben HoloLight 2015 in Tirol gegründet und uns damals direkt auf Augmented Reality fokussiert. Augmented Reality ist eine Technologie, mithilfe der man die reale Welt mit digitalen, virtuellen Inhalten erweitern und überlagern kann. Wir haben direkt begonnen, unseren Augmented Reality Engineering Space zu entwickeln. Es ist ein AR-Workspace für Ingenieure und Konstrukteure, innerhalb dessen man 3D-CAD-Daten direkt in der realen Umgebung maßstabsgetreu visualisieren und bearbeiten kann. CAD-Daten und 3D-Inhalte im Allgemeinen sind in der Regel komplex und datenintensiv. Damit diese dargestellt werden, benötigt es Rechenleistung, die allerdings nicht von mobilen Endgeräten wie Datenbrillen oder Smartphones erbracht werden kann. Deshalb lagern wir den Prozess des Renderings aus auf externe leistungsstärkere Server oder die Cloud und ermöglichen dadurch ein Streaming ganzer AR- oder VR-Applikationen. Und dadurch können 3D-Inhalte und ganze AR-Apps in voller Qualität und Datenkomplexität dargestellt werden und außerdem der Aufwand für die Datenaufbereitung reduziert werden. Zu unseren Kunden zählen Unternehmen aus der Automobilindustrie oder dem Maschinenbau beispielsweise. Diese setzen die Lösung im Bereich des virtuellen Prototyping für die Fabrikplanung ein. Dadurch sind sie in der Lage, die Design-Reviews bis zu 12 Monate früher zu bewerten und außerdem Konstruktionsfehler zu vermeiden und standortübergreifend miteinander zu kollaborieren.